Jeder kann seinen Seelenpartner haben und finden. Jeder. Auch du. Finde deinen Seelenpartner. In den nächsten 20 Minuten zeige ich dir eine Übung, wie du dich für eine Seelenpartnerschaft öffnen kannst. Und genau diese Übung habe ich auch vor 30 Jahren gemacht. Und kurz darauf habe ich Michaela, meine Seelenpartnerin, kennengelernt. Also, tja, finde deinen Seelenpartner. Geht das denn überhaupt so einfach? Und wenn ja, bitteschön, wie finde ich denn meinen Seelenpartner, wenn es überhaupt so einen Seelenpartner gibt? Also, mein Name ist Pierre Frank und auch ich war in der gleichen Situation. Auch ich sehnte mich nach einer wahren, tiefen Liebesbeziehung. Und das zu einem Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich anscheinend alles hatte, was man haben sollte, um glücklich zu sein. Ich war erfolgreich als Schauspieler, hatte über 350 Filme gedreht. Ich ging über jeden roten Teppich dieser Erde, aber ich war nicht beseelt. Ich war nicht glücklich. Etwas fehlte. Ist doch seltsam. Auf dem Höhepunkt meiner Karriere, als ich alles hatte, was man haben sollte, um glücklich zu sein, war ich am unglücklichsten. Zu dieser Zeit starb mein Vater bei einem Autounfall und ich hatte ihn über Nacht verloren. Und kurz darauf verließ mich meine damalige Freundin, mit der ich über 5 Jahre zusammen gewesen war. Sie hatte einen anderen Mann kennengelernt und verließ mich, zog von einem Tag zum anderen aus. Und ich stürzte in eine tiefe Krise. Wieder einmal war eine Partnerschaft zu Ende gegangen. Aber warum scheiterte jede Beziehung, die ich hatte, am gleichen Punkt? Warum war es nicht möglich, gemeinsam zu wachsen oder sich weiterzuentwickeln oder gemeinsam in die gleiche Richtung zu schauen? Ich war an dem Punkt, an dem ich genau wusste, du musst dich jetzt verändern. Und so habe ich mich für 4 Monate von der Außenwelt zurückgezogen. Und in diesen 4 Monaten bin ich nur einer einzigen Frage nachgegangen. Wie schaffe ich es, eine wahre, tiefe Liebesbeziehung zu führen? Also ich meditierte 4 Monate lang. Ich kramte in meiner Vergangenheit, in meinen Beziehungsmustern. Ich schaute mir alle meine Schattenseiten an und ich schrieb und ich schrieb und ich meditierte und dachte nur über die Liebe nach. Und ich begab mich also in meine ganz persönliche Katharsis. Und siehe da, in diesen 4 Monaten bekam ich Antworten. Und diese Antworten kamen aus meinem Innersten. Und im Laufe dieser 4 Monate begann ich zu begreifen, was die Qualität einer wahren, tiefen Liebesbeziehung sein könnte. Und was ich alles falsch gemacht hatte. Und ich bekam eine Idee, was eine Seelenpartnerschaft ausmacht. Ich brauchte sie also nur noch zu leben. Das Interessante war, die Erkenntnisse, die ich in diesen Monaten für mich gefunden hatte, haben eine tiefgreifende Veränderung in mir bewirkt. Etwas war geöffnet worden. Denn kurze Zeit später begegnete ich Michaela, meine Seelenpartnerin, Michaela Merten. Seit fast 30 Jahren sind wir nun zusammen. Nicht nur, dass daraufhin mein allererstes Buch entstand, Glücksregeln für die Liebe, sondern auch, dass diese Antworten nicht nur mir, sondern inzwischen auch ganz, ganz vielen, vielen anderen Menschen geholfen haben, ihren Seelenpartner zu finden und auch bestehende Ehen zu einer komplett neuen Tiefe verhalfen. Aber das Leben wollte noch mehr von mir. Ich begann, Vorträge und Seminare zu halten. Ich hörte mit der Schauspielerei auf. Weitere Bücher entstanden. Und ich kann heute aus tiefster Überzeugung sagen, jeder kann seinen Seelenpartner haben und finden. Jeder. Auch du. Und wenn du deinen Seelenpartner bis heute nicht gefunden hast, dann kann es vielleicht daran liegen, dass du deine Suche nicht richtig anstellst. So wie ich früher. Ganz oft suchen wir nämlich gar nicht den Seelenpartner, sondern etwas ganz anderes. Wir wollen Nähe erfahren. Wir suchen Geborgenheit. Wir suchen Schutz. Wir suchen Verständnis. Wir wollen endlich wieder mit jemandem zusammen sein. Wir wollen die Einsamkeit und dieses Dauer-Single-Dasein, das wollen wir beenden. Wir sind liebesbedürftig.
Die Sehnsucht nach Verbundenheit ist so groß, dass wenn uns nur jemand den kleinen Finger reicht und uns Komplimente macht oder uns Hoffnungen macht, dann rauschen wir in eine Partnerschaft hinein und dann turnen wir durch die Betten und dann verwechseln wir ganz gern Sexualität mit Liebe. Und nach kurzer Zeit stellen wir dann plötzlich wieder fest, ganz enttäuscht, ach, ich falle ja immer wieder auf den gleichen rein und es ist wieder der Falsche gewesen. Und dann kommt noch hinzu, wenn also wieder eine Trennung passiert und wieder eine, dann resignieren wir irgendwann und sind überzeugt, ich kann gar nicht lieben. Also was bedeutet das Fehlen einer wahren, tiefen Liebesbeziehung, die natürlich geschlechterunabhängig sein kann? Also was steht auf dem Spiel? Wenn wir die Liebe nicht leben, sind wir nicht beseelt. Sind wir nicht glücklich? Wir haben das Gefühl, dass wir gar nicht lieben können und dass es vielleicht die wahre Liebe gar nicht gibt. Und dann ziehen wir uns zurück. Wir trennen uns von unseren Gefühlen. Ja klar, das tut ja weh. Und wir fangen an, vielleicht einfach nur noch zu funktionieren. Und dann haben wir die Überzeugung, dass uns in diesem Leben wahrscheinlich die wahre große Liebe nicht mehr erreichen wird. Alle anderen haben die wahre große Liebe, natürlich, klar. Nur ich nicht. Gefühlsmäßig rauschen wir immer tiefer in eine hoffnungslose Abwärtsspirale. Sehr oft stecken wir auch in einer stagnierenden Ehe. Wir wissen gar nicht mehr, warum bin ich eigentlich mit diesem Menschen zusammen? Wir haben uns arrangiert und vielleicht haben wir uns auch damit abgefunden, dass unser Partner vielleicht sich gar nicht mehr weiterentwickeln wird. Und dann haben wir uns ganz oft auch emotional zurückgezogen. Wir leben dann nebeneinander her. Und so entsteht tiefste Einsamkeit, auch wenn wir das gar nicht zugeben wollen. Die Seele weint. Vielleicht kommt dir das bekannt vor. Was also machen wir falsch? Um die bisherige Art und Weise deiner Suche zu verstehen, lade ich dich jetzt ein, folgende Übung zu machen. Das ist die gleiche Übung, die ich vor 30 Jahren gemacht habe und kurz darauf Michaela kennengelernt habe. Und dabei geht es nur um eine einzige Frage. Und diese Frage verändert alles. Sie zeigt dir nämlich auf, was du bisher falsch gemacht hast und warum du bisher immer den falschen Menschen in dein Leben gezogen hast. Und gleichzeitig hat diese Frage auch noch eine transformatorische Kraft, eine transformierende Kraft. Und diese Frage lautet: Was brauche ich von der Liebe? Also, schreib eine Liste mit deinen Bedürfnissen, mit deinen Mängeln, mit dem Titel: Was brauche ich von der Liebe? Hast du dir diese Frage jemals in dieser Tiefe gestellt? Weil die Frage ist sehr erstaunlich. Denn wenn du etwas brauchst, also aus einer Bedürftigkeit heraussuchst, dann befindest du dich im Mangel. Dann kann es sein, dass du unbewusst innerlich vielleicht um die Liebe bettelst. Denn wenn wir etwas brauchen, dann machen wir uns abhängig. Abhängig von Zuwendungen, abhängig von Anerkennung, von der Sexualität. Wir machen uns abhängig von Wertschätzung, von Lob, von Liebesbeweisen. Wenn du etwas brauchst, kannst du nicht lieben. Geht ja nicht, du bist ja abhängig davon. Und du kannst gar nicht frei entscheiden, es zu lieben. Deswegen stell dir diese eine einzige Frage und geh dieser Frage ganz bewusst nach. Dann verstehst du, warum du bisher vielleicht immer den falschen Menschen in dein Leben gezogen hast und warum du wahrscheinlich immer was ganz anderes gesucht hast als tatsächlich deinen Seelenpartner. Nochmal, wenn du von der Liebe etwas brauchst, dann glaubst du, dass dir etwas fehlt und du möchtest, dass ein anderer Mensch dir das Fehlende bitteschön auffüllt. Genau genommen suchst du einen Bedürfniserfüller. Also wir suchen jemanden, der uns schnell und ganz rasch unseren größten Mangel nicht mehr spüren lässt. Unsere Suche gilt also nicht dem Seelenpartner. Wie suche ich also richtig? Wir könnten auch sagen, wie öffne ich mich nun für eine Seelenpartnerschaft? Es gibt nur einen Weg, indem du erkennst, dass du dir selbst all das geben musst, was du glaubst, vom Partner bekommen zu müssen. Alle Bedürfnisse, die du jetzt vielleicht aufgelistet hast,
darfst du dir selbst erfüllen. Dafür ist niemand anderer zuständig. Das heißt, du suchst nicht länger jemanden, der dir kurzfristig diesen Mangel auffüllt, sondern du verbindest dich mit demjenigen, der dir hilft, deinen Mangel selbst aufzufüllen. Und genau das möchte dein Seelenpartner. Er will, dass du deinen Seelenauftrag zu leben beginnst. Also, begib dich in die Frequenz von einer Seelenpartnerschaft. Okay, wie komme ich denn jetzt nun in so eine Frequenz? Ganz einfach. Beginn, dir selbst Anerkennung zu schenken. Wertschätzung, liebevollen Umgang, Geborgenheit. Verlieb dich in dich selbst. Sprich nur gut über dich. Das ist die Frequenz, die dein potenzieller Seelenpartner auffangen kann. Öffne dich für die Liebe an sich in jeglicher Form. Ist doch klar. Wir wollen doch die wahre, tiefe Liebe in unser Leben einladen und in unser Leben ziehen. Wenn du in der Frequenz der beseelten Fülle dich befindest und dort hineingehst, dann wirst du aus dieser Frequenz der Fülle heraus auch deinen Partner suchen. Okay, also wir haben jetzt unsere Bedürfnisliste aufgestellt. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Unsere Suche wird jetzt ganz konkret. Jetzt schreibst du alles auf, was du in der Seelenpartnerschaft erleben willst. Welche Qualität soll deine Beziehung haben? Genauso habe ich es gemacht. Ich schrieb alles auf, was ich in meiner künftigen Liebesbeziehung erleben wollte. Und wenn du dich jetzt fragst, welche Werte soll ich denn da wohl aufschreiben? Was könnte das wohl sein? Also ich sag dir mal, was so ich in meiner Liste geschrieben habe. Und du überlegst dir, welche Werte für dich vielleicht auch von Belang sein könnten. Und du schreibst dir vielleicht auch das ein oder andere gleich mit. Also auf meiner Seelenpartnerschaftsliste stand, welche Qualitäten ich gerne haben möchte. Also, wir sind füreinander ein Geschenk. Das Glück des anderen ist unsere oberste Priorität. Wir wachsen gemeinsam und blicken in die gleiche Richtung. Wir unterstützen uns in unserer Persönlichkeitsentwicklung. Wir begegnen uns auf Augenhöhe. Wir sind füreinander da, was auch immer geschieht. Wir sind freiwillig zusammen, freiwillig. Wir heilen unsere vergangenen Verletzungen gemeinsam. Es herrscht tiefstes Verständnis und Vertrauen zwischen uns. Wir lieben uns bedingungslos. Geben und Nehmen ist im Gleichgewicht. Wir achten und ehren unsere Gefühle. Die Basis unserer Liebe ist so stark, dass sie alle Erschütterungen übersteht. Oh, und ganz wichtig, wir leben die gleichen Werte. Und wir motivieren uns gegenseitig und beflügeln uns in unserer Entwicklung. Das war uns auch ganz wichtig. Oh, und wir haben einen gemeinsamen Seelenplan. Das war ein ganz wichtiger Punkt für mich. Und wir wirken in der Welt als eine Einheit. Oder die Liebe zwischen uns gibt uns Kraft. Und genau so eine Liebe ist mir mit Michaela vor über 30 Jahren in mein Leben getreten. Und wir entwickeln uns weiter und weiter und weiter und wir empfinden einander als Geschenk, als freiwilliges Geschenk, auch nach 30 Jahren noch. Und übrigens, du brauchst nicht unbedingt perfekt zu sein, ne? Um so eine Liebe zu finden. Das waren wir ja damals auch nicht. Also wir waren alles andere als perfekt, Michaela und ich. Also bitte entspann dich da vollkommen. Du musst also nicht erst alles in dir entwickelt haben und du musst keine 1000 Kurse besuchen und hunderte von Büchern gelesen haben. Nee. Es geht darum, sich bewusst zu werden, wie du deine bisherige, sagen wir mal, Suchfunktion eingestellt hast. Und es geht jetzt um die bewusste Veränderung deiner Intention. Und dafür kannst du diese Übung natürlich super gut nutzen, so wie ich das auch gemacht habe vor über 30 Jahren. Das ist deine Transformation zu einem selbstbewussten Menschen. Und dann wird dein Seelenpartner dich bei deiner Entwicklung unterstützen, dir die Hand reichen. Und dein Glück wird sein oberstes Gebot sein. Da wird natürlich auch sein Glück dein oberstes Gebot sein wird.
Das Beste ist nämlich, die schnellste Persönlichkeitsentwicklung machen wir mit unserem Seelenpartner. Und noch ein ganz wichtiger Tipp. Lerne auf deinem Weg zu deiner wahren, wundervollen Seelenpartnerschaft auch Nein zu sagen. Wie wichtig ein Nein auf dem Weg zu unserer Seelenpartnerschaft ist, erzählte uns ein Mann auf einem unserer Seminare. Wir hatten gerade eine ziemlich intensive Übung über die Kraft des Neinsagens gemacht und er erzählte uns allen folgende Geschichte. Er sagte, wie sehr er es bedauerte, dass seine Frau, seine jetzige Frau, damals nicht zu ihm Nein gesagt hatte. Er sagte, dass er schon immer eine starke Durchsetzungskraft hatte und eine starke Überzeugungskraft und durch sein Charisma hatte er immer alles bekommen, was er wollte. Und er verliebte sich in die Frau seines besten Freundes und er tat alles, um diese Frau zu bekommen, sodass sie tatsächlich zu ihm kam. Aber diese Frau liebte ihn nicht. Er dachte anfangs, ah, das wird schon noch kommen. Aber es kam nicht. Sie bekamen ein Kind und dann ein zweites und die ganze Liebe der Frau ging auf die Kinder über. Und er litt darunter, dass er diese Liebe nie erfahren hat. Und er sagte, hätte meine Frau damals die Kraft besessen, Nein zu sagen und auf ihr Herz gehört, dann wäre uns allen eine riesengroße Tragödie erspart geblieben. Ich habe damals meinen besten Freund verloren. Ich habe die Liebe nie wirklich kennengelernt. Und ich habe uns allen die Chance genommen, dass jeder von uns seinen Seelenpartner kennenlernen konnte. Und was war der Grund, warum sie nicht Nein zu ihm gesagt hatte? Welcher Mangel spielte dabei eine Rolle? Das ist interessant. Sie hatte das Bedürfnis nach finanzieller Sicherheit. Obwohl sie aus gutem Haus kam, hatte sie Angst und Sorge, arm zu sterben. Und er füllte diesen Mangel auf. Finanzielle Sicherheit. Du brauchst aber keine halbherzige Partnerschaft einzugehen aus Bedürftigkeit heraus. Nee, gib dir selbst die Chance, eine Seelenpartnerschaft zu leben. Finde heraus, was du von der Liebe brauchst. Aber mach dies nicht zum Kriterium deiner Suche. Mach dies zu einem gemeinsamen Ziel, so haben es Michaela und ich, wir beide auch gemacht. All das möchtest du doch mit deinem Seelenpartner gemeinsam erleben und gemeinsam entwickeln. Und auf diese Weise hebst du dich auf die Frequenz der wahren großen Liebe. Und sag Nein, wenn du spürst, dass jemand anderer nur seinen oder deinen Mangel auffüllen möchte. Weil mit dem Seelenpartner zusammenzukommen, ist die wundervollste Erfahrung, die wir machen können. Schon beim ersten Kennenlernen spürt man eine seltsame Vertrautheit. Es ist, als würde man sich schon immer kennen, als hätte eine höhere Ordnung einen zusammengeführt. Und das Leben wird plötzlich so intensiv. Ist auch nicht vergleichbar mit der ersten Verliebtheitsphase. Man ist viel ruhiger und wacher und bewusster. Es ist, als hätte man die Brille abgenommen und sieht plötzlich alles klarer. Und es ist so, als würde erst jetzt eine tiefe Sinnhaftigkeit in unser Leben kommen. Und sehr oft glaubt man auch, man hätte ein ganzes Leben nur auf diesen Moment gewartet. Man besitzt auch ganz oft die gleichen Bücher und Schallplatten und Bilder. Und nicht selten haben Seelenpartner auch eine ähnliche Lebensgeschichte und ähnliche Lebensthemen. Und nicht selten trifft man seinen Seelenpartner, gerade wenn man eine wichtige Entwicklungsphase abgeschlossen hat. Es ist fast so, als würde man nun bereit sein, sich seiner wahren, tiefen Liebesbeziehung hinzugeben. Und vielleicht ist jetzt genau deine Zeit, deinen Seelenpartner zu finden. Sonst hättest du dieses Video nicht bis zum Schluss angesehen. Denk daran, du bist bereits wundervoll und du bist bereits wert, geliebt zu werden. Vielen Dank für deine Zeit und alles Liebe, dein Pierre Frank.